Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Fachgespräch aus dem Themenkreis der Zellverjüngung. Heute geht es um einen Naturstoff, dessen Entdeckung für Aufruhr in der weltweiten Altersforschung gesorgt hat. Es geht um Spermidin. Mein Interviewpartner Nico Teuschler ist Molekularbiologe und Leiter der Forschungsabteilung beim Unternehmen The Longevity Labs in Graz, wo in Zusammenarbeit mit der Karl-Franzens-Universität ein besonderes Verfahren zur Extraktion von Spermidin aus Weizenkeimen entwickelt wurde. Grüß dich, Nico. Hallo, freut mich natürlich, dass ich heute bei euch sein darf und etwas über Spermidin erzählen darf. Ja, gehen wir gleich in medias res mit der Frage, was ist Spermidin? Und bitte sag uns auch, warum momentan oder schon einige Jahre lang so ein Hype um diese Substanz besteht. Was ist Spermidin? Spermidin ist ein Naturstoff. Es kommt bei uns in den Zellen vor, aber auch in der Natur. Das heißt, sehr viele verschiedene Pflanzen haben Spermidin. Es ist aber auch so, dass Spermidin in unterschiedlichsten Lebensmitteln vorkommt. Das heißt, auch in der Nahrung ist Spermidin vorhanden. Und Spermidin fällt in die Gruppe der Polyamine. Polyamine sind eigentlich so eine Form von strukturellen, ja, man kann sagen, eine Mischung aus Proteinen und Kohlenstoffketten, darunter vor allem auch andere Substanzen wie jetzt Spermin, Ornithin, Butyrescin. Das sind auch alles ein bisschen Vorstufen oder Nachstufen von Spermidin. Das heißt, Spermidin wird auch im Körper selbst verstoffwechselt bei uns. Und das Spannende bei Spermidin ist aber aktuell, man weiß noch nicht so ganz, was jetzt die wirkliche gesamte Wirkung im Körper ist. Man weiß aber sehr wohl, dass Spermidin in der Zelle den sogenannten Autophagieprozess einschaltet. Und wir, was wir gerade versuchen in der Forschung mit Spermidin Live ist, wir schauen uns an, mit Hilfe von unterschiedlichsten Studienmodellen am Menschen, was genau zum Schluss im Körper bei uns stattfindet, wenn wir Spermidin einnehmen. Also wo hilft diese Zellerneuerung genau? Das heißt, man spricht da zum Beispiel bei Gedächtnisproblemen, kann man es ansprechen. Man kann es aber auch bei kardiovaskulären Problemen ansprechen. Oder vielleicht geht es so weit, dass sogar Schlaf- oder Depressionsproblematiken mit Spermidin angegangen werden können. Also man weiß, dass es die Autophagie anregt, eigentlich so wie das Fasten. Aus dem Gebiet komme ja ich, da habe ich schon viel über die Autophagie gelesen, die Studien und so weiter und bin natürlich auch auf dieses Fastmimetikum, was Spermidin ja sein soll, bin ich gestoßen. Und vielleicht erklär mal ganz kurz, was diese Autophagie ist. Also Autophagie ist, wenn wir abtauchen in die Zelle, sehr, sehr, sehr komplex und da könnt ihr, glaube ich, Stunden drüber sprechen. Komme eben selbst aus der Molekularbiologie, deswegen versuche ich es ein bisschen einfach zu erklären. Wir sagen immer, Autophagie ist nichts anderes wie die Zellerneuerung. Und Zellerneuerung ist, wenn man über das Wort nachdenkt, eigentlich sowas wie eine Art Recycling in der Zelle. Das heißt, alle unsere Zellen durchlaufen ein Leben von kurzer Zeit, langer Zeit, je nachdem, was für ein Zelltyp das ist. Es ist aber so, dass die Zellen dann irgendwann einmal sterben. Das Schöne ist aber, wenn ich es schaffe, die Zellen länger am Leben zu behalten, brauche ich auch weniger Energie, um neue Zellen zu binden, es können weniger Fehler entstehen und so weiter. Und genau da setzt die Zellerneuerung an. Die schafft es nämlich in der Zelle bei uns, die Zelle länger am Leben zu behalten. Und das macht sie, indem sie recycelt. Das heißt, im Laufe des Lebens einer Zelle sammelt die Zelle schädliche Substanzen an. Das können sein falsch gefaltete Proteine, nicht mehr funktionelle Mitochondrien. Und alle die Substanzen können im Autophagieprozess innerhalb der Zelle gereinigt werden, das heißt zerlegt werden auf kleinste molekulare Strukturen. Und diese kleinen Strukturen, das können dann einzelne Proteine sein, Kohlenstoffe, die können wieder genutzt werden von der Zelle, um Energie, das heißt ATP, zu produzieren oder auch andere Stoffwechselwege zu betreiben. Und das ist das Spannende bei der Zellerneuerung. Das heißt, man schafft es damit, alte Zellen wieder zu verjüngen und diese dann länger am Leben zu lassen und auch länger funktionell aktiv zu lassen. Das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Und da stellt sich bei mir die Frage, wenn denn Spermidin die Autophagie anregen soll, ab welcher Dosierung ist das so? Also du hast ja gesagt, es ist in allen möglichen Lebensmitteln, vor allem pflanzlichen Lebensmitteln drinnen. Schaffe ich es über die Ernährung leicht, die Dosis an Spermidin täglich zuzuführen, die meinem Körper bei dieser Autophagie da hilft? Es hängt ein bisschen davon ab, wie ich mich ernähre. Also Spermidin ist natürlich in gewissen Substanzen oder gewissen Lebensmitteln in einer höheren oder geringeren Konzentration vorhanden.
Wenn man eine normale, ich sage mal, mediterrane Diät anschaut, das heißt eine eher gesunde Diät, dann schafft man es wahrscheinlich zwischen 5 bis 12 Milligramm Spermidin einzunehmen. Ja, allein durch die Ernährung. Wir wissen mittlerweile, dass Spermidin aber sehr, sehr, sehr empfindlich ist. Und empfindlich heißt so viel wie, wenn Spermidin, also die Substanz, in der Spermidin vorhanden ist, falsch prozessiert wird, kann es sein, dass zum Schluss gar kein Spermidin mehr enthalten ist. Das sehen wir selbst auch sehr oft in unserer täglichen Arbeit bei Spermidin Live, weil wir prüfen jede Charge an Weizenkeimen und sehen dort, dass sehr wohl unterschiedliche Chargen unterschiedliche Spermidingehälter haben. Das ist eben sehr wichtig, wo man eben aufpassen muss und sich vorab überlegen sollte, kann ich der Substanz oder dem Lebensmittel eigentlich so vertrauen und kann sicher gehen, dass da so viel Spermidin drinnen ist, wie ich es mir erwarte. Schwierig als Einzelperson. Und ist Spermidin hitzeempfindlich? Das heißt, wenn ich jetzt Gemüse koche oder brate, wird Spermidin da geschädigt? Genau, das ist eigentlich das Hauptproblem. Spermidin ist hitzeempfindlich, Spermidin kann aber an einer gewissen Temperatur abgebaut werden. Wir wissen es aus unseren Versuchen, dass das natürlich in einem Backprozess oder in einem Kochprozess sehr wohl stattfinden kann. Also wenn es dann um die 100 Grad geht, dann wird Spermidin doch recht schnell abgebaut. Das heißt, solche Verfahren führen meistens dazu, dass Spermidin recht schnell verschwindet. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange diese ganze Temperatur stattfindet. Mein Empfehlung ist daher immer eher auf den Rohzustand zurückzugehen. Das heißt wirklich eher zu schauen, wenn ich mich gesund ernähren will, gehe wirklich direkt zum Gemüse, direkt zu den Nüssen, direkt zu diesen unprozessierten Lebensmitteln, wo man eher davon ausgehen kann, dass Spermidin enthalten ist. Leider ist es aber auch so, dass, das hört sich jetzt ein bisschen skurril an, aber auch Umwelteinflüsse in dem Wachstum der Pflanze können dafür sorgen, dass mehr Spermidin drin ist oder sogar viel weniger. Ja, das gilt ja auch für Mineralien und Vitamine. Also so skurril hört sich das für mich eigentlich gar nicht an. Sag uns bitte, welche Lebensmittel ganz besonders viel Spermidin enthalten? Also mein Tipp wäre, wenn man sich jetzt spermidinreich ernähren möchte, super sind Weizenkeime. Also wir nutzen Weizenkeime bei uns in der Forschung und bei unserer Produktentwicklung ja auch als Rohsubstanz. Die haben nach den aktuellsten Forschungsergebnissen den höchsten Spermidingehalt. Danach kommen dann so Dinge wie zum Beispiel Brokkoli, wir haben gewisse Pilzsorten, die sehr viel Spermidin enthalten, aber auch, und da wird es dann wieder spannend, gereifter Käse. Na, geht man dann schon ein bisschen in die Prozessierung. Das ist dann wieder interessant, wie dort das Spermidin sich anreichert. Und auch, was interessant ist, ist das Natto. Das ist ein fermentiertes Sojaprodukt. Das enthält auch sehr viel Spermidin. Schmeckt ein bisschen eklig oder gewöhnungsbedürftig, zumindest die Konsistenz. Und es ist auch nicht so leicht jetzt zu erhalten, also gerade bei uns da hier in Kärnten am Land. Ich weiß nicht, vielleicht kann man es im Internet bestellen, aber ich habe es Ist ein einmal bisschen in einem Restaurant gewöhnungsbedürftig. in Wien gegessen und das war, hui. Naja, aber gut, also Nüsse und Gemüse an sich und Weizenkeime. Die bestellt man sich oder kauft man sich einfach als getrocknetes Pulver und gibt sie dann zu Müsli oder in Smoothies oder kann man das so sagen? Kann man so Ist das machen, ein, genau. Also ja. es gibt, glaube ich, Hersteller, die Weizenkeime auch direkt anbieten. Das einzige Problem ist, was wir gemerkt haben, ist in unserer Produktentwicklung, wir nehmen halt verschiedene Chargen an Weizenkeimen, testen die durch. Und da ist es oft so, und das ist jetzt mit oft meine ich wirklich oft, dass wir sagen müssen, wir können die Charge jetzt gar nicht benutzen, weil so wenig, also Spermidin in der Charge enthalten ist. Und das merkt man noch viel ärger dann, wenn man die Produkte anschaut, die zum Endkonsumenten gehen, also geringere Mengen, die es in irgendwelchen Shops gibt. Da ist es sehr wohl so, dass da oft wenig Spermidin drinnen ist, also nicht der Gehalt, den man sich eigentlich vorstellt. Lustigerweise gibt es da eben auch so Produkte wie Weizenkeimöle, die null Spermidin enthalten. Also da muss man wirklich aufpassen, welchem Hersteller vertraut man, woher weiß man, dass da genauso viel Spermidin drinnen ist, wie ich es mir erwarte. Sprechen wir über eine Studie, von der ich gelesen habe, dass in gewissen Regionen der Erde, wo die Menschen besonders alt werden, also diese gesunden 100-Jährigen in den sogenannten Blue Zones, da hat man ja festgestellt, dass die besonders viel Spermidin im Blut haben, also mehr als beispielsweise so in unseren Regionen 60- oder 70-Jähriger. Kannst du da uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, gern. Ich finde das Thema auch total spannend, Blue Zones. Ich war selber erst dieses Jahr in Nikosia, ganz spannend, also in Costa Rica. Ich glaube, es hat mit zwei Dingen zu tun. Also einerseits garantiert die Ernährung.
Ja, man weiß, die Ernährung ist in den Regionen, ich sage jetzt eher, wie kann man das nennen, ursprünglich. Also man geht nicht so weit und zum Beispiel in Nikosia ist es so, wird weniger prozessierte Lebensmittel auch gegessen. Das heißt, oder auch in Sizilien ist es so, dass wirklich da schaut man mehr auf die Regionalität oder hat eben auch die Möglichkeit, regionale Essen und regionale Lebensmittel zu erhalten, die hochqualitativ sind. Aber ich glaube, ein anderer Faktor, und der ist auch entscheidend, ist auch die Lebensweise. Das heißt, inwieweit setze ich mich selber Stress aus? Inwieweit lebe ich unter einem modernen Alltag? Und wie wichtig ist mir das Familienbewusstsein? Das sind alles Faktoren, die neben der Ernährung, glaube ich, auch eine extrem wichtige Rolle spielen. Und eben dadurch auch dafür sorgen, dass sogenannte altersbedingte Erkrankheiten viel später oder gar nicht auftreten. Aber interessant ist ja, dass dieser Faktor Spermidin bei diesen alten Menschen so hoch ist. Weil eigentlich ab irgendeinem Alter, weiß ich nicht, ab 30 oder 40 sinkt ja das Spermidin in unseren Zellen und im Blut und so weiter. Und bei denen bleibt das anscheinend erhalten. Also das ist ja Genau. ganz interessant. Unsere eigenen Zellen, hast du ja vorhin schon gesagt, und auch das Darmmikrobiom sind ja imstande, Spermidin herzustellen. Also wir sind nicht nur auf die Nahrung angewiesen diesbezüglich. Kann man hier sagen, gibt es Möglichkeiten, das anzuregen oder zu erhalten, also die körpereigene Spermidinproduktion? Vielleicht auch noch ergänzend zur letzten Frage, weil die Themen sehr gut zusammenpassen, ist, um eine Studie jetzt zu erwähnen. Es gibt eine sehr, sehr spannende, die ist im Bruneck durchgeführt worden, also in Österreich, beziehungsweise also Italien. Und das Spannende war, dass sie dort festgestellt haben, dass wenn die Ernährung spermidinreich ist, was eben dort eine mediterrane Ernährung war, konnte gezeigt werden, dass die Mortalität sinkt. Also die Ernährung spielt, wie Sie eh schon erwähnt haben, eine wichtige Rolle. Man hat dort aber auch noch ganz viele weitere Dinge angeschaut, wie sich einfach die Personen über mehrere Jahre hinweg entweder ernährt haben, verhalten haben oder was sie auch selbst gemacht haben. Und gerade in dieser mediterranen Ernährungsgruppe konnte man zeigen, dass vor allem Herzinsuffizienzerkrankheiten, also alles im Bereich kardiovaskuläre Erkrankungen, dazu führen, dass die reduziert worden sind. Ich glaube, das hängt eben sehr, sehr stark mit der Ernährung zusammen. Das Interessante ist, was ich damit sagen will, ist, dass es nicht nur spermidinreiche Ernährung ist, aber sehr wohl. Aber auch spermidinreiche Ernährung ist ja gleichzeitig eine gesunde Ernährung. Und das ist, glaube ich, das, was man auch mit betrachten sollte. Das heißt, eine spermidinreiche Ernährung hilft uns durch die Aufnahme von Spermidin, geht aber auch so weit, dass diese Lebensmittel natürlich auch schon positiv sich auf den Gesundheitsstatus. Das ist das Spannende und eigentlich das Potenzial von dieser Ernährung, zum Beispiel mit Ihnen. Jetzt haben wir die mediterrane Ernährung angesprochen, also die Mittelmeerdiät. Da, wenn ich jetzt an Italien denke, dann denke ich an Pizza und Spaghetti und Tiramisu. Da ist wahrscheinlich was anderes gemeint, denke an traditionelle mediterrane Ernährung. Ja. Was genau ist denn das? Kann Ja, man da ein genau, paar also Eckzeiler mediterrane nennen? Diät. Ist jetzt nicht so wirklich Pizza, Pasta. Natürlich würde man sich das vorstellen, das stimmt und wäre super schön, wenn es so wäre. Aber mediterrane Diät ist eher eine, ich sage mal, ich habe es vorher schon genannt, ich finde das Wort ursprüngliche Diät ganz nett. Es gibt ja auch diese Paleo-Diäten und so und ich finde den Ansatz super. Mediterrane hat zum Beispiel damit zu tun, dass ich, Examples dafür, Olivenöl. Ja, ich ernähre mich mit Olivenöl. Ich benutze aber auch Substanzen, die jetzt direkt aus der Natur kommen. Das heißt sowas wie Brokkoli, aber auch eben diese italienische Diät mit schönen gereiften Käse, der da super dazu passt. Also es passt alles ziemlich gut dort rein in dieses Thema, wo ist Spermidin enthalten in die mediterrane Diät. Deswegen gibt es da auch sehr, sehr viele Zusammenhänge mit der gesunden und spermidinreichen Diät. Das Tolle ist ja, wenn wir dann weitergehen, Sie haben es vorher eh schon erwähnt, Mikrobiom. Mikrobiom, das ist ja auch ein Faktor, in dem Spermidin gebildet werden kann, in dem Spermidin auch verstoffwechselt wird. Ja, das heißt, wenn ich meine Ernährung so anpasse, und da gibt es schon erste Ansätze, dass mein Darm auch dafür sorgt, mehr Spermidin zu bilden, kann ich euch im Körper natürlich Spermidin anreichern. Das passiert dann meistens auf zwei Ebenen, auf der probiotischen und präbiotischen. Und das Spannende ist, wenn die beiden eben gut zusammenarbeiten, dann funktioniert natürlich auch die Umsetzung im Darm optimal und das Mikrobiom verbessert sich auch.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Darmbakterien anzuregen, mehr Spermidin zu bilden, da ist der Ansatz, probiotische und präbiotische Lebensmittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Ich würde immer vorschlagen, natürlich Probiotika ist ein tolles neues Konzept und zeigt auch viele interessante Wirkungen, aber meiner Ansicht nach sollte man, wenn man Probiotika nimmt, es immer kombinieren. Man spricht dann eben von diesem Symbiotikum, das heißt Präbiotika und Probiotika kombiniert. Ich würde auch so weit gehen und zu sagen, okay, man weiß ja, Präbiotika sind halt Nahrung für Probiotika, aber zum Schluss ist es ja deutlich mehr. Es sind ja Ballaststoffe, es sind ja Substanzen, die in unprozessierten Lebensmitteln vorkommen. Das heißt jetzt da weniger dahingehend zu sagen, okay, ich nehme jetzt spezifische Präbiotika ein, sondern ich passe meine Ernährung einfach dem an, also ballaststoffreiche Ernährung. Man kann es ergänzen und das finde ich ganz toll, den Ansatz, wenn man sagt, man will das ein bisschen spermidinreicher gestalten. Natürlich spermidinreich, ja, kann man machen in Lebensmitteln, aber vielleicht auch die Vorstufen von Spermidin. Das heißt, man könnte das ergänzen mit argininhaltigen Lebensmitteln. Man kann es ergänzen mit Spermin. Ja. Also Spermin ist ja auch so eine Vorstufe vom Spermidin. Und da gibt es auch sehr viele Substanzen, wo diese, sage ich mal, Zusatz oder Vorstufen vom Spermidin enthalten sind, wodurch man eben das Ganze, die Verstoffwechselung zum Spermidin dann hin auch anregen kann im Darm und vereinfachen kann. Und diese Vorstufen sind auch in den schon erwähnten mediterranen Lebensmitteln enthalten? Also die Klassiker zum eigentlich, Beispiel, Vollkorn, Obst, genau, Gemüse. Zum Beispiel, ja, Vollkorn ist sowieso sehr ballaststoffreich, aber wenn man jetzt mal das Thema Arginin angesprochen, ist ja auch eine Aminosäure, das heißt auch essentiell für uns, für den Körper. Gibt es auch einige Nahrungsergänzungsmittel, kann man ergänzen, hängt halt davon ab, wie argininreich man sich ernährt. Ist ein interessanter Ansatz, kann man machen, muss man sich dann halt eben für sich selbst abstimmen, dass die Einnahmemenge passt. Spermidin, haben wir gesagt, ist ja eher oder hauptsächlich in pflanzlichen Lebensmitteln, mit ein paar Ausnahmen, reifen Käse. Und das, die Vorstufen, die haben wir wahrscheinlich auch in tierischen Lebensmitteln, oder? Spermin und Arginin. Gibt's auch, natürlich sind ja, also wie gesagt, Arginin als Aminosäure ist es recht häufig fast überall enthalten, also das ist kein Problem, dass man das aufnimmt. Die Vorstufen an sich, bei uns im Körper gibt es ja auch einen Stoffwechselweg vom Spermidin, der basiert ja auf Spermin, Ornithin, Butyrescin. Und das Interessante an dem Stoffwechselweg ist, dass der zyklisch ist, das heißt, das ist jetzt nicht eine direkte Kette und es gibt eine Endsubstanz und die ist dann die dann irgendwie im Körper von der Zelle verstoffwechselt wird, sondern es ist zyklisch. Das heißt, man kann das auch regulieren, beziehungsweise der Körper reguliert das selbst, wann er welche Substanz am ehesten braucht. Ja, also da muss man dann halt natürlich auch schauen, man kann optimieren mit diesen Substanzen, wo jetzt Arginin und Spermidin drinnen ist, aber interessant wäre es natürlich auch zu wissen, wie hoch ist jetzt eigentlich mein eigener Spermidin-Level im Körper, ne? Und das ist etwas, was bei der Forschung super, super spannend ist, wo wir jetzt leider noch, leider, wir sind halt noch am Anfang, zumindest für Konzepte, um das jetzt für jeden Einzelnen selbst mal messen zu können. Es gibt natürlich im Labor Verfahren, wie man das messen kann. Und das wird auch bei den meisten klinischen Studien angewandt. Aber leider sind wir noch nicht dort, dass man sagen könnte, jetzt gibt es dieses Spermidin-Kit für zu Hause und man kann selber das bestimmen und weiß damit, okay, da stehe ich jetzt und jetzt sollte ich vielleicht in die Richtung Arginin gehen oder in die Richtung Spermidin, um das Ganze zu verbessern. Was ist denn eure Erfahrung? Ab welchem Alter sinkt denn der Spermidingehalt beim Menschen und ab wann macht es dann auch Sinn, auf die Spermidinversorgung zu achten, gegebenenfalls auch durch Nahrungsergänzungsmittel? Also aus den Studien wissen wir, dass es ab 30 zu sinken beginnt. Das ist das, was bekannt ist. Das Spannende dazu vielleicht noch ist, wir wissen zwar, dass es sinkt ab 30 und immer weniger wird. Es gab aber eine Studie, die... Das ist das eigentlich, wie man draufgekommen ist, dass Spermidin mit den altersbedingten Erkrankungen zusammenwirkt, ist, dass 60- bis 80-Jährige hatten dann noch weniger Spermidin. Aber es gab dann eine Gruppe an Probanden, die waren zwischen 80 und 100. Und bei denen hat man dann gesehen, dass der Spermidin-Level im Körper viel höher war. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das so? Und die Rückschlüsse waren dann klar, dass sich die Personen eigentlich, die zu so einem Alter dann schon kommen, ja, also die sich dann eben an einer Stufe des Alterns befinden, wo es schon schwierig wird, die haben meistens eine angepasste Ernährung, einen angepassten Lebensstil, um spermidinreich zu leben, sage ich mal. Ne? Und das ist das, wo man dann halt schon herauskristallisieren konnte, okay, Spermidin macht anscheinend irgendwas im Körper, was zu Langlebigkeit führen kann. Und das war auch der Ansatz, um weitere Studien dahingehend zu machen. Also unsere Empfehlung ist, ab 30 kann man anfangen, da kann man mal ergänzen. Wir gehen immer davon aus, dass man dann im
mit 60, 80 mehr braucht als mit 30. Wir haben dahingehend auch ein bisschen die Produktentwicklung angepasst, haben da auch unsere Produkte optimiert, dass wir jetzt nicht nur 2 Milligramm haben in normalen Spermien Life Original 65 Plus, sondern eben auch eine Boost-Variante. Das heißt, eine Variante, wo mehr Spermidin drinnen ist, die vielleicht auch für ein Klientel im höheren Alter geeignet ist, beziehungsweise haben wir auch noch ein Pro-Produkt, wo noch 6 Milligramm drinnen ist. Das heißt, die Bandbreite an unterschiedlichen Konzentrationen wollen wir damit abdecken und auch eben die richtigen Personen im richtigen Alter oder bei Bedarf anzusprechen. Die Intention für einen Menschen, das zu nehmen, ist eigentlich eine Gesundheitsvorsorge. Oder gibt es auch unmittelbare Effekte, wenn man jetzt Spermidin Life, dieses besondere Produkt, einnimmt, von mir aus in hohen Dosen, spürt man da was? Also Sie haben das sicher einmal schon probiert, oder? Ja, schon öfter. Ja, ich nehme es auch selber. Also es ist sehr individuell, das muss man sagen. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Wir sind ja jetzt doch schon 3-4 Jahre am Markt mit unserem Produkt und es gab interessante Rückmeldungen von Kunden. Das beginnt zum Beispiel von stärkerem Nägelwachstum, das heißt stabilere Nägel, bis hin zu, ein Pensionist hat uns mal ein Vorher-Nachher-Foto geschickt, wo er uns gezeigt hat, dass auf sein, also er hat schon einen leichten Haarverlust gehabt und dann hat er uns ein Foto nach 2 Monaten Spermidin-Einnahme geschickt und hat uns gezeigt, dass der Flaum wieder nachwächst. Das war total spannend für uns, wo wir uns gedacht haben, okay, super. Wissen wir natürlich nicht so wirklich, was da genau passiert. Es gibt noch sehr wenig Studien. Es gibt aber schon erste Ansätze, wo Spermidin auch topikal angewandt wird, wo man sehen konnte, dass da Verbesserungen gibt auf den Epithelzellen oder in den Haarfollikeln. Aber das ist nicht das, was wir nach außen mit Spermidin eben auch vermarkten, sondern für uns ist wichtig, Spermidin ist ein Produkt, was Zellerneuerung einschaltet. Also Spermidin Life führt zur Autophagie und zur Zellerneuerung. Und das ist eigentlich das Hauptaugenmerk. Das heißt, was passiert nach der Zellerneuerung? Und das sind die Themen, die wir uns anschauen. Von Verbesserung der neurodegenerativen Erkrankungen bis hin zur Verbesserung von kardiovaskulären Themen, aber auch im Immunsystembereich tut sich ein. Diese ganzen Themen versuchen wir jetzt zu erklären und zu eigentlich dem Kunden näher zu bringen durch klinische Studien, durch Forschung, um dann vielleicht dieses Hauptaugenmerk auf ein Thema zu lenken, wenn wir wissen, wo Spermidin am besten wirkt. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass es wirklich durch den zellulären Effekt am ganzen Organismus Vorteile bringt. In den letzten Jahren, also vor 1 oder 2 Jahren, wie die ganze Corona-Thematik begonnen hat, habe ich eine Studie von der Charité, glaube ich, war das, gelesen, wo es geheißen hat, dass die Autophagie auch diesen Virus, beziehungsweise auch ganz allgemein andere Bakterien und Viren ja auch, quasi eliminieren kann. Und dass eine gut funktionierende Autophagie ein Schutz sein kann, auch gegen eine virale Infektion. Wissen Sie da irgendwas darüber? Ja, es ist ein schwieriges Thema. Wir sind immer vorsichtig bei direkten Krankheiten, wo man sagen kann, das muss jetzt eine direkte Wirkung haben. Ja, wir sind kein Medizinprodukt, wir sind kein Arzneimittel, wir sind ein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, es ist natürlich so, dass es Studien gibt. Wir machen auch selbst eine Studie dazu, eine klinische Studie, wo wir uns mit der Universität in Oxford anschauen, was gibt es für Verbesserungen bei Impfreaktionen bei der Covid-Impfung. Wird wahrscheinlich auch Anfang nächsten Jahres publiziert. Es ist ein spannendes Themenfeld. Viele klinische Forscher und Universitäten sprechen uns darauf an, um unser Produkt für Studien zu nutzen. Wir selber gehen aber den Schritt und sagen, ist interessant, stimmt. Man weiß auch einige Dinge. Wir selber fokussieren uns aber jetzt nicht direkt drauf, sondern wir sagen, wir sind die Experten für die Zellerneuerung. Wir sind kein Arzneimittel, ein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, wir beziehen uns auf den ganzen Organismus. Wenn man jetzt nach Spermidin-Produkten sucht, also gerade im letzten Jahr, sind da die Anbieter, es ist alles explodiert. Man stößt auf so viele verschiedene Produkte. Welche Möglichkeiten hat der Konsument hier, ein qualitativ hochwertiges Produkt auszuwählen? Weil das, was auf der Verpackung oben steht, habe ich jetzt erfahren auch, muss nicht immer drin sein. Bei Nahrungsergänzungsmitteln gibt es da keine wirkliche Kontrolle, außer der Hersteller selbst garantiert es. Können Sie uns da was drüber sagen? Ja, das ist leider das ewige Thema in der Branche der Nahrungsergänzungsmittel.
ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Kurpfuscher kommt ein bisschen aus dem Bereich sogar von früher. Und leider ist es halt so. Also viele der Hersteller beziehen ihre Substanzen oder ihre Rohstoffe halt ja von China, von weit weg, haben eigentlich selber recht wenig damit zu tun, mit der Substanz per se, die da drinnen ist, sondern fokussieren sich aufs Marketing und auf den Verkauf. Und ich glaube, da muss man dann als Kunde mal verstehen und sich schlau machen, welcher der Hersteller macht jetzt eigentlich selber die Inhaltsstoffe. Und ich glaube, sobald der Punkt einmal sichergestellt ist, kann man schon mehr Vertrauen aufbauen zum Hersteller. Weil dann kann man sich sicher sein, wenn zum Beispiel wie wir produzieren in Österreich, in Graz, beziehen den Weizenkeim und machen daraus unseren spermidinreichen Weizenkeimextrakt, was unser Hauptbestandteil im Produkt ist. Und sobald man eben sagen kann, gut, der Hersteller sitzt in Österreich, sitzt in der EU, er stellt auch selber die Substanzen her, dann ist schon mal ein großer Vertrauensfaktor da. Das ist zumindest mein Ansatz. Weil so wie Sie gesagt haben, auf der Kennzeichnung ist es sehr schwer festzustellen, woher das Ganze kommt. Das heißt, die einzige Möglichkeit bleibt übrig für den Kunden, sich selber schlau zu machen, sich einzulesen, zu schauen, okay, wo ist der Hersteller, wo hat er seine Tätigkeit, seine Produktion und was für Qualitätsstandards liefert er auch? Also da gibt es dann auch spezifische, wo man sagen kann, gut, der ist HACCP, kommt nach irgendwelchen Normen, die eben für so eine Herstellung passen, kommt danach und dann hat man natürlich ein bisschen mehr Vertrauen. Und das für mich natürlich super spannend ist, aber das ist meistens sehr schwer herauszufinden ist, macht er auch eigene Studien mit der Substanz, ja? Also schaut er sich wirklich an, was kann die Substanz zum Schluss? Ist sie sicher? Ja, auch bei uns ein großer Faktor. Wir sind ja als Novel Food registriert bei der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde und dafür auch eine Studie mit der Charité Berlin durchlaufen lassen, wo wir uns angeschaut haben, okay, ist unsere Substanz sicher in der Einnahme bei den Endkonsumenten und wie viel darf ich auch einnehmen? Also diese Faktoren, die haben wir geprüft und gehen jetzt eben nach der Sicherheit weiter und schauen in den klinischen Studien, was ist die Wirkung? Wo kann wirklich neue Wirkungsweisen von Spermidin aufzeigen? Damit möchten wir auch ein bisschen die Vorzeigerolle in der Spermidinbranche einnehmen. Weil Sie jetzt sagen, eben, da gibt es eine Obergrenze. Wo liegt denn die? Also Spermidin per se ist nicht giftig, da müssen schon wirklich sehr, sehr viel einnehmen, wenn Sie sagen wollen, da ist jetzt da eine Obergrenze vorhanden, besonders bei natürlichen Spermidin. Das ist das Schöne, unsere Substanz, also unser spermidinreicher Weizenkeimextrakt, ist ja nicht nur Spermidin per se, sondern es bildet sich ja aus mehreren interessanten Inhaltsstoffen aus dem Weizenkeim. Wir beschreiben das immer als den sogenannten Selvio-Komplex. Das heißt, er besteht nicht nur aus Spermidin, sondern da ist eben auch, wie vorher besprochen, Spermin drinnen zum Beispiel oder auch Arginin, weil diese ganzen Substanzen schon im Weizenkeim enthalten sind. Und der Vorteil an natürlichem Spermidin, so wie bei uns, ist, dass da die Obergrenze eigentlich nicht wirklich erreicht werden kann. Natürlich ist alles toxisch. Wir wissen es, man kann auch an Wasser zu viel haben. Das ist möglich, das stimmt. Aber meine Vorsichtsmaßnahme ist weg vom Synthetischen. Da ist die Gefahr groß, weil synthetisches Spermidin ist per se natürlich, sagen viele, rein, aber leider nie zu 100%. Das haben synthetische Stoffe so für sich. Das sind Verbrennungsprozesse, wie die hergestellt werden und sind dann meistens zu 98%, 99% rein. Das heißt, da ist immer ein bisschen was drin, was man gar nicht weiß, was das ist. Das heißt, besser weg vom synthetischen Substanzen hin zu natürlichen Substanzen, die aber geprüft sind auf Sicherheit und auf Wirkung. Und das steht auf den Verpackungen auch oben, ob synthetisch ist oder In den aus seltensten Fällen Endextrakt. leider. In Okay. den seltensten Fällen. Aber Thema wäre zum Beispiel, man kann auf Extrakt schauen, das wäre ein Ansatz, ist aber auch nicht immer gegeben. Da gibt es auch gewisse Methoden, wie der Hersteller versuchen sich da einen Weg drum herum zu schlängeln. Da muss man wirklich aufpassen, weil es gibt auch welche, die synthetische Spermidin in diese natürliche Extrakte mit reinmischen. Ist sehr, sehr schwer für den Endkonsumenten, da mal durchzuschauen und zu verstehen, wo macht es wer selbst und wem kann man da vertrauen. Ihr einzigartiges Herstellungsverfahren, wie man eben diesen Extrakt aus dem Weizenkeim bekommt, da steckt sehr, sehr viel Forschungsarbeit dahinter. Jahrelang haben sie für diesen Herstellungsprozess geforscht und das Ergebnis ist eben jetzt Spermidin Life und sicher eines der besten Produkte am Markt. Ja, danke. Es freut mich, dass Sie das auch so sehen. Ich glaube, wir sind die einzigen, zumindest meines Wissens, die eigentlich aus der universitären Forschung kommen. Wir sind ja ein Spin-off gewesen der Karl-Franzens-Universität. Der Fokus, das Kernkonzept Forschung ist
die Basis fürs Produkt ist weiterhin geblieben und das macht mich halt sehr stolz und da bin ich sehr froh drüber, dass wir weiterhin im Fokus auf klinische Studien legen und nicht nur Fokus auf Verkauf, sondern wirklich Fokus auf Forschung. Eine der bekanntesten Studien, was aus meiner Sicht das Spermidin angeht, ist ja die Smart Age Studie, eine riesengroß angelegte Studie. Kannst du darüber etwas uns erzählen? Die Smart Age Studie war mit unserem Produkt, unserem allerersten Produkt ist die gemacht worden. Das war damals noch ein 1 Milligramm Produkt, also 1 Milligramm Spermidin. Das ist gemeinsam gemacht worden in der Kooperation mit der Charité in Berlin, die auch unsere Safety Studie gemacht hat. Das heißt eben auch zu schauen, wie sicher ist unser Produkt. Das war die erste Wirkungsstudie, die wir auch gestartet haben, ist jetzt mittlerweile 2,5 Jahre lang gelaufen. Es gab mehrere Publikationen und die kürzlich erschienene Endpublikation hat gezeigt, dass Spermidin mit 1 Milligramm Einnahme den primären Outcome zwar nicht erreicht hat, der primäre Outcome war zu zeigen, dass der Gedächtnisverlust sich reduziert. Aber was sie sehr wohl gezeigt haben im sekundären Outcome war, dass Spermidin bei älteren Probanden, also ca. 65, dafür sorgen kann, dass ein typischer Entzündungsmarker, der heißt CEACAM1, dass der extrem reduziert worden ist. Gleichzeitig konnte man auch einige Effekte bei der Gedächtnisverbesserung von Männern ab ca. 75 Jahre sehen. Also es gab erste Ansätze, wo man gemerkt hat, okay, Spermidin macht etwas im Gehirn, kann ja auch über die Blut-Hirn-Schranke gehen. Aber was wir daraus schlussfolgern können, ist, dass Spermidin damals mit diesen 1 Milligramm einfach zu wenig war, um eine Wirkung bei so einer altersbedingten Erkrankheit zu zeigen. Haben wir jetzt den Schritt gemacht und haben die Spermidin-Konzentration nicht nur in unseren Produkten erhöht, sondern eben auch in den Studien. Medikationen. Alle unsere Studien laufen jetzt deshalb mit 4 oder sogar 6 Milligramm Spermidin. Und das Spermidin Life wurde an bereits Erkrankten, also an demenzerkrankten Menschen gegeben? Spermidin Life war eben das Studienpräparat. Das war aber nicht per se in einem höheren Stadium der Demenz, sondern es war ein Frühstadium bis Mittelstadium Demenz. Mit einer subjektiven Wahrnehmungstest aufgenommen worden, welchem Stadium sie liegen. Und die Probanden haben dann einen kognitiven Test gemacht. Ja, also mit diesem kognitiven Test wurde dann rückvollzogen, wie das Stadium der Gedächtnisleistung halt sind. Das heißt, der Gedächtnisverlust höher oder ist er eben besser? So typische Memory-Tests wurden da durchgeführt. Vielleicht auch noch eine kleine Ergänzung. Eine Studie, die wir auch noch gemacht haben, rechts. Zeitlich nach der Smart Age-Studie war eine Studie mit den geriatrischen Gesundheitszentren in Graz, wo wir uns angeschaut haben, was macht Spermidin bei Personen, die nicht mehr selbstständig agieren können, sondern eben schon Betreuung benötigen. Und da haben wir uns unterschiedliche Themen jetzt angeschaut, also im Sinne von verbesserte Mobilität, bis hin aber auch zu Tremor. Also Tremor ist so typisch für Parkinson. Das heißt, das ist so ein bisschen der Effekt, der eigentlich entsteht, das heißt, dieses Zittern. Und da hat es eine recht spannende Aussage auch gegeben, weil man konnte zeigen, dass der Tremor, die Amplitude des Zitterns, sich bei der Einnahme von Spermidin nach circa 2, 3 Monaten verringert hat. Das war auch ein spannender Ansatz, den wir jetzt weiter verfolgen werden, auch wieder mit einer höheren Konzentration, weil in der Studie wurden 2 Milligramm eingesetzt. Also man sieht sehr wohl, Konzentration ist wichtig. Wir lernen jetzt langsam dazu, wie wichtig das ist. Unser Fokus ist immer aber zuerst Sicherheit, das heißt zuerst prüfen, ob die Substanz sicher ist und passt, auch in Probanden mit einer gewissen Krankheit. Und dann erst durchlaufen wir die Dosiserhöhung. Spermidin ist ja ein Hoffnungsträger für vielerlei Krankheiten, kann man sagen. Also bei Demenz weiß man es, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Darmgesundheit, Schlafprobleme, da laufen jetzt auch Studien. Also es ist wirklich eine große Sache. Also man legt wirklich viel Hoffnung in diese Substanz, weil in so viele Richtungen Studien damit gemacht werden. Ja, das ist, da können wir auch wieder sehr stolz auf uns selber sein. Ich glaube, wenn man jetzt schaut bei clinicaltrials.gov, das ist so die Seite, wo alle klinischen Studien, die einen Ethikantrag sichergestellt haben, gelistet werden, sind wir aktuell die fast einzigen mit einem spermidinreichen Präparat. Da sind aktuell, glaube ich, 4 online. Eine davon ist, so wie Sie auch erwähnt haben, Schlaf und Depression. Sehr, sehr spannende Studie. Erwarten wir auch Ergebnisse Ende des Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres.
zur Publikation. Schaut sehr positiv aus. Wir wissen es noch nicht, es ist noch verblindet teilweise, aber wir glauben schon, dass das besonders bei den Depressiverkrankten dazu führt, dass sich die Resilienz verbessert. Das heißt, was passiert, wenn es in Richtung Depression geht? Meistens hat es damit zu tun, wie ich mit Stress umgehe. Das heißt, wie kann ich selber Stresssituationen nicht so wahrnehmen, als wären sie extrem stressig für mich, sondern geringstressig. Das heißt, ich gehe damit besser um, mein Körper reagiert besser darauf. Das ist der erste Schritt zur Verbesserung Depressionserkrankungen. Aber der nächste Schritt ist dann auch die Schlafsituation, weil die ganzen Probleme, die durch Stress auch kommen, sind unrhythmischer Schlaf, was dazu führt, dass der Körper Stoffwechselwege nicht mehr so durchlaufen kann, besonders eben Dopamin, Serotonin, Glückshormonausschüttung, die eigentlich dafür sorgen, dass mein Gesundheitszustand oder mein Bewusstseinszustand normal ist. Das heißt, geschädigter Schlafrhythmus ist auch eine erste Vorstufe von Depression, Entschuldigung. Lieber Nico Teuschler, ich danke dir vielmals für dieses interessante Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder einmal, wenn die nächsten Studien dann heraus und fertig sind. Ja, sehr gern, würde mich sehr freuen. Vielen Dank nochmal für die Einladung.